zeigen, wie man mit dem TI-83 eine lineare Regression berechnet. Wir schalten den Taschenrechner ein, wählen das Statistikpaket, gehen mit 1 auf Edit und tragen zunächst die X-Werte ein, zum Beispiel 1, Enter, 2, Enter, 3, Enter, 4, Enter und 5, Enter. Die Y-Werte nehmen wir wie folgt. Da nehmen wir 21, Enter, 21, Enter, 41, Enter, dann 61, Enter, 81, Enter und 101, Enter. Damit haben wir die Daten eingegeben und jetzt rechnen wir die Regressionsgerade aus. Da gehen wir vom Statistikmenü wieder aus, schalten um auf Kalk und wählen hier den Punkt 4, die lineare Regression. Und wenn wir einmal Enter drücken, sind wir fertig. Die Lösung lautet, Y ist 20x plus 1, was man übrigens auch im Kopf hätte ausrechnen können. Diese Regressionsgerade stimmt natürlich exakt mit dem Datenmaterial überein.